Jo, hey Leute, da sind wir wieder an derselben Stelle. Und ja, man kann nicht zufällig Gegenstände mit Eingängen benutzen, oder? Nein, dann geht er rein und fertig. Okay, hier unten können wir ja wohl nichts mehr benutzen. Ich kann aber immer noch nicht, ich kann nicht den Trichter in das Rohr da stecken, dass das Wasser da reingetan wird, oder? Hallo? Nein, 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 nein! Ach, geh doch hier hinter, genau dahin. Treten wir mal noch mal dagegen. Okay, das dreht sich einfach nur, da werden wir auch nichts mehr mitmachen können, glaube ich. Können wir hier denn auch Löcher reinmachen? Ich kann doch nicht die städtische Trinkwasserversorgung anbohren. Oh, nanu, geht doch. Okay, dann lassen wir mal Wasser. Hört sich irgendwie eklig an. Gut, toll. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Aber welche? Nein, hier ist Hand. Ja. Das sitzt auch so schon. Eben nicht, du kannst ja im Kreis treten. Ich brauche kein Ziel. Ich kann doch nicht die städtische. Oh, geht ja Oh, doch. nanu, geht doch. Gut, dann gehen wir nochmal vors Stadttor. Vielleicht können wir da ja noch was machen. Ich weiß das ja nicht. Ich weiß das ja nicht. Die Windschutzscheibe. Nee, wir haben nichts Neues. Das hatten wir schon alles probiert. Der Stier. Wir können ja nochmal aus Spaß, nur weil es Spaß macht. Gleich nochmal. Ja, genau, aber gleich nochmal, wie du schon sagst. Gehen wir mal an den Stier mit Ballons, vielleicht will er ja einen haben. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Aber war. In Tonis Laden waren wir jetzt schon länger nicht mehr. Hier haben wir sogar eine ganze Menge Sachen, ne? Ja. Ach, das Pulver rein und dann. Eine Prise Schwarzpulver. Dann machen wir zu. Und dann kurbeln wir mal. Fehlen noch zwei Zutaten. Hä? Gib mir mein Schwarzpulver wieder. Okay, das kriege ich nicht mehr. Fehlen noch zwei Zutaten. Zwei Zutaten noch? Ballons. Ist eine gute Zutat. Nein, dies ist der. Moment mal. Ja. Warte nur mal. Das muss die. Das steht ja auf dem Rezept bestimmt, ne? Genau, wir müssen da dann noch besonders aufputschendes Wasser und heiße Bohnen mit reintun. Wenn man die drei hat, kriegt man ja schließlich das Kaffeepulver. Für den extra starken Kaffee. Kram, da können wir wohl nichts mehr mitmachen, oder? Das passt nicht in Tonis Sortiment. Es ist zu nützlich. Ach so. Das passt nicht. Ja, wohl nicht, wenn du das irgendwo benutzen kannst. Das passt nicht. Ach, sag das doch nicht überall. Das passt. Was ist daran nützlich, bitte? Das passt. Och, Rufus, mach irgendwas. Das. Ja, dann halt nicht. Dann machen wir hier die Schlange kaputt. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel. Genau, ein Stromkabel oder ein Wespennest könntest du treffen, wenn du hier die Stange anbohrst. Rufus, du denkst gut mit, wenn ich dich nicht hätte. Finger weg. Ist. Ja, ist ja gut, genau. Finger ist. Ja, okay, da können wir nichts mitmachen. Hier haben wir die Haken. Haken kann man immer benutzen, gebrauchen. Dann nehmen wir uns mal einen, ne? Finger weg von. Ja, Finger weg von meinen Sachen. Also nehmen wir uns trotzdem Die einen. Sache hat schon einen Haken. Sie. Ja, das haben wir schon mal gehört, mit dem Zahnbohrer. Die Sache hat schon. Sie. Ja. Die Sache hat sie. Och, Rufus. Die Sache hat sie. Boah. Dann halt nicht. Oh. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch Schon-Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel.
Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Nein, da ist gerade unser Schwarzpulver drin. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Oh. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Oh, du bist so eine scheiß Zicke, Toni. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Ah. Ich muss weg. Aber... Da werden wir auch noch irgendwas mitmachen müssen bei der Poststelle im Rathaus. Irgendwas werden wir damit auch noch machen müssen. Hier ist ja die Poststelle. Da. Ich sag's! Gut. Halt! Ich hab ne Wartenummer gezogen. Na, was ist doch... Quatsch, ich will mal das Rezept hier. Hab ich das schon mal? Na, was ist doch... Ach, Manu. Ich verstehe nicht mehr sehr viel, was wir hier jetzt machen sollen. Haben wir noch irgendwas hier in Tonis Hütte? Hauptsache, alle haben ein Haus und Toni hat eine Hütte. Ach so, guck mal an. Die Chilischote. Bohren wir die doch mal ab. Geht das? Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Hier brauche ich wohl doch eher so eine Art Schutzanzug. Och nö. Schutzanzug, meinte der das jetzt irgendwie ernst oder so? Ich weiß es nicht. Wir müssen bestimmt noch was in dem Haus hier machen. Und wie wir noch was in dem Haus machen müssen. Toni braucht kein weiteres Abschieds. Ich hab, wobei... Das Trinkwasser ist so brack. Mann. Meine Sachen kennen keine Mathe. Ja. Wenn ich meinen Kram verbrenne, hilft das zwar der Legendenbildung, aber was verkaufe ich dann den Fans? Gute Frage. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Ach, Mann. Ich wollte ja auch, dass du dir irgendwie über Kopf auf den auf den Topf stellst und dann die Ballons oben dran machst und die Luft, die da verdunstet, durch den Trichter geht, in die Ballons rein und die Ballons sich dann aufpumpen. Ist eine gute Theorie, aber wird niemals funktionieren. Mit leeren Ballons ist das witzlos. Ja, hast du recht, Rufus. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht, wenn ich meinen Kram aber mehr ist wohl nicht zu reicht. Das Trinkwasser ist... Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Dann nimm den, das kann man doch als Schutzanzug nehmen, oder nicht? Da sind schon genug Löcher. Ja, kann ja sein. Da sind schon genug... Ja, Löcher und Brandlöcher, okay. Toni braucht kein Weib... Toni braucht kein Weib... Toni braucht... Och Mensch, Rufus. Toni braucht... Dann gehen wir hier wieder raus. Obwohl... Warte. Rein. Und hier oben. Sehr schön. Aber, na, okay, wir können wieder zurückgehen. Hier ist nichts. Wollte nur noch mal gucken. Hier oben. Was habe ich denn hier gerade anvisiert gehabt? Ach so. Ach,
meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ja, vielleicht. Das war eigentlich kein Teil des Plans. Aber man muss auch improvisieren können. Aha. Das war eigentlich... Mann, jetzt kommt es wieder. Ja, ich brauch da eigentlich, ich weiß da eigentlich schon, dass das jetzt überall kommen wird, weil das immer so ist. Aber vielleicht passiert ja trotzdem mal was und deswegen mache ich das hier alles. Und ich hatte noch nicht den Schweißbrenner. Das war ein. Gut. Ich möchte die Dingens haben. Fernrohr, nee. Vielleicht so irgendwie. Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Ja. Das wird den Ausblick. Okay, dann nichts wie raus hier, wo... Ja, genau, ich muss erstmal ins zweite Stockwerk und dann kann ich hier direkt eins überspringen. Ja, aber irgendwie müssen wir hier an die Chilischote kommen. Die ist schon heiß genug. Aber wie kommen wir da dran? Mit irgendeinem Schutzanzug. Könnte das eine der Zutaten mit es besorgt die... Könnte das mit es... Das sagt er bei allem, wenn ich den Dingens anspreche. Und den konnten wir da nicht reinstecken, oder? Das ist schon mal keine Zwischen... Okay. Ich frage mich, was das da überhaupt ist, was da hängt. Keine Ahnung. Und ich verstehe auch nicht die Anordnung hier. Von der Dartscheibe oder was das immer auch sein soll. Ich nehme jetzt die Espresso-Tasse. Die Tasse ist noch leer. Ach, ehrlich. Lonzo versucht sich wohl. Das ist schon mal keine. Ich finde, ich. Kann er denn Zutaten besorgen? Genau. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Oh. Meinst du sowas? Bah. Bis ja, bald. Sowas. Rufo. Genau. Ja, sowas meine ich, aber warum. Ich rede erstmal nochmal mit dem Papagei, um mich abzureagieren. Hallo. Ich habe Hunger. Dann etwas. Hanek, warum. Hallo nochmal. Sollte er nicht ein Fauler. Nochmal wegen. Nochmal, wie war noch gleich. Okay, wir haben mehr Namen. Mein Name ist Schnutzipu. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Das wird noch nicht im Spiel gesagt. Also ich habe nichts vergessen. Rot. Nein. Nein, das kommt nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich deinen Schlüssel habe, Schnutzipu. Blau. Ich glaube... Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Och. Ich schmiede Pläne, von hier wegzukommen. Na, ich glaube. Mann. Nehmen wir mal das Absurdste. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Ha! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag. Schnutzipu. Yeah. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Scheiße. Okay. Truckschlüssel. Sauber. Machen wir in der nächsten Folge dann. Freut euch drauf. Wir kommen hier mit großen Schritten weiter in letzter Zeit. Also bis dahin. Tschüss.